Hunderte Kuscheltiere, 15 Nachwuchsmodels, ein Versprechen. Denn die Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen garantieren, nicht nur die Outfits sind diese Woche etwas schriller als sonst. Die Zuschauer und Zuschauerinnen ganz sicher auch. Und damit herzlich willkommen zum Höhenshooting. Nein, das ist kein Soundeffekt. Neue Woche, neue Herausforderungen, neue Outfits. Schwestern. In diesem Outfit fühle ich mich, als hätte ich meine Bestimmung gefunden. Als wäre ich endlich dort angekommen, wo ich sein muss. Geil, also das ist unmenschlich krass einfach. Doch, es wird noch krasser, denn geshootet wird zu dritt an einem XXL-Mobile. Und damit die Performance in über 12 Metern Höhe nicht zum Albtraum wird, geht's vor allem um eins. Express yourself. Was Gastjurorin und Drag Queen Pablo Vittar damit sagen will, die verbliebenen 15 Nachwuchsmodels sollen einfach zeigen, wer sie sind. Da die Kandidatinnen selbst ihre Vorzüge allerdings scheinbar gar nicht so kennen. Das sind echt schon schmale Nasenlöcher. So ist offen und so ist zu. Stell dir mal vor, ich bin erkältet. Ich krieg gar keine Luft. Wirklich. Haben wir sie stattdessen einfach mal genauer beobachtet. Vanessa zum Beispiel hat offensichtlich immer Hunger. Und während Sophie vor allem mit ihrer fast schon unkontrollierbaren Euphorie heraussticht. Ich find's richtig, richtig cool. Ich fühl's einfach. Ist Anna Lotta, sagen wir mal, weniger euphorisch. Die Outfits ein bisschen strange, ist jetzt nicht so meins. Aber natürlich hätten wir alle lieber Einzelfotos gehabt. Und mit den Gruppen, da muss man halt immer so viel interagieren und so viel helfen. Ja, anstrengender als Einzelshootings. Es raubt, finde ich, mehr Energie, als wenn man einfach alleine vor der Kamera steht. Und wer jetzt denkt, na, das kann ja was werden mit dem Shooting, von wegen, sagt zumindest Anna Lotta, denn die 20-Jährige meint, sie kann ihre schlechte Laune vor der Kamera einfach abschalten. Ich kann das irgendwie ausschalten. Ich habe ja einen Job hier zu tun und dann bin ich auch wieder voll drin. Also es ist jetzt nicht, dass mich das irgendwie einschränkt. Okay, wie gut das klappt, hier ein kleiner Vorgeschmack. Es hat ja auch so ein bisschen was mit Talent zu tun, ne? Und wem fällt was ein? Wer ist begeistert bei der Sache? Oder für wen ist es Pflichtaufgabe? Mich hat sie nicht umgehauen. Ob es für Luan aus Wien besser läuft, wir sehen zumindest auf den ersten Blick, die 18-jährige Friseurin scheint sich auf das Shooting zu freuen. Luan allerdings sieht das vermutlich nicht, denn uns fällt auf, irgendwas stimmt da mit ihren Augen nicht. Ja, also es ist so, ich bin kurzsichtig und das eigentlich gar nicht so wenig. Ich habe jetzt irgendwie minus 3 irgendetwas auf beiden Augen, glaube ich. So, in dieser Entfernung sehe ich meine Nägel scharf. Also, ich setze halt meine Brille nie auf. Sonst ziehe ich dann da noch so auf der Seite meiner Augenlider irgendwie auf die Seite und dann sehe ich scharf. Na, klingt nach optimalen Voraussetzungen. Ob Luan beim Höhenshooting also überhaupt sieht, wo die Kameralinse ist und mit was ihre Konkurrentinnen noch so herausstechen. Ihr ist schlecht. Ich glaube, wir müssen. I think she needs to come down. She's not feeling well. Ja, ich habe doch Hörangst. Bitte versprichst du es mir. Keine Tipps geben. Am Donnerstagabend wissen wir es. Eine neue Folge Germany's Next Topmodel. Wie immer ab 20.15 Uhr. Hier auf ProSieben.